Ja, moin und was geht ab, ihr Landratten? Herzlich willkommen auf meinem Kanal Kasi on Tour. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin auf dem Weg zum Mediamarkt und eine kurze Besorgung zu machen. Ja, nehmt euch einfach mit. Und wenn ihr Bock habt, bleibt dran. Bis gleich nach dem Intro. Ja, was hat sich bei mir so die letzte Zeit getan? Erstmal hoffe ich natürlich, dass ihr alle schöne Osterfeiertage gehabt habt und die richtig schön genießen konntet. Selbst bei uns im Norden war das Wetter wirklich gut. Man kann jetzt nicht sagen, dass es sommerlich warm war, aber wir haben, wie ihr seht, schönes Wetter gehabt und so war es eigentlich auch durchweg fast die ganzen Osterfeiertage. Ja, wie ich das schon angekündigt hatte, es gibt ein kleines Update zu meinem Kanal. Ihr seht es zum einen an dem Bildausschnitt. Das hat sich ein bisschen was verändert. Ich nehme heute mal diese Ecke hier. Ich bin so ein bisschen weggekommen von meiner 360-Grad-Kamera. Also kurze Information. Ich filme jetzt mit der Hauptkamera. Das ist meine Helmkamera. Das ist die GoPro Hero 9 Black. Und die Zweitkamera, die mich jetzt aufnimmt, das ist die DJI Action 2. Ja, warum weg von der Insta 360? Das letzte Mal, wo ich sie jetzt im Einsatz gehabt habe, beziehungsweise das vorletzte Mal, war, wo wir diese 200 Kilometer Tagestour gemacht haben. Und da war es so, dass die Insta immer mal wieder Aussetzer hatte. Das heißt, zum einen hat die Sprachsteuerung nicht funktioniert. Ja, da war es so, dass die Aufnahme des Öfteren mal ja, weg war, was richtig ätzend gewesen ist. Ich musste die Insta immer wieder mal mit der Hand steuern. Die Bluetooth-Verbindung war ständig weg. Also irgendwie war das alles im Großen und Ganzen, muss man ganz ehrlich sagen, wirklich mehr als bescheiden. Das ist ja so, wenn man so eine Tour macht, dann möchte man ja im Endeffekt sich gar nicht so sehr auf das Filmen konzentrieren, sondern, ich sag jetzt mal, also das muss laufen. Und was mich auch immer wieder gestört hat, das ist halt diese Tonqualität. Ich habe ja in der Vergangenheit viel ausgetestet. Ja, auch die Sprachsteuerung über die Bluetooth-Verbindung, das funktionierte mit der Insta 360 verhältnismäßig gut. Mit der X2 sogar besser als mit der 360 One Air. Aber es war natürlich auch nicht optimal. Also irgendwie war es halt immer so, dass die Ansagen komplett übersteuert waren. Oder auch die Nebengeräusche waren teilweise ziemlich heftig, kriegte man nicht rausgebügelt. Und ja, wie gesagt, das macht alles unheimlich viel Arbeit auch in der Nachbearbeitung.
Das Schlimmste allerdings war wirklich gewesen und was mich maßlos geärgert hat, war die Tatsache, dass mir Aufnahmen flöten gegangen sind. Das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Das heißt, er hat die Speicherkarte nicht richtig beschrieben. Die Speicherkarte selber habe ich gecheckt, die war absolut in Ordnung. Habe die auch in anderen Geräten eingesetzt. Und ja. Dann hat mir meine Community natürlich auch ein bisschen Feedback gegeben zu meinen Videos. Und die Leute, die natürlich wirklich ja, sich nach Motorvlogs umschauen und die gezielt danach suchen, die möchten auch ein bisschen das Feeling haben, dass sie einfach mitfahren. Ja, das heißt also, ich habe ja durch die Insta360 keine Ansicht gehabt vom Cockpit. Das heißt, ihr könntet euch vorstellen, zwar, dass ich hier irgendwie unterwegs war, aber rein theoretisch hätte man das Ganze auch mit dem Auto filmen können, was ich natürlich nicht gemacht habe. Aber es ist schon jetzt so, dass man halt das Cockpit sieht, ihr seht ein bisschen, wie schnell ich fahre. Ihr könnt auch mal ein paar Informationen ablesen und habt hoffentlich dadurch auch ein bisschen mehr das Gefühl, ja, live mit mir dabei zu sein. Oh, ey. Die haben hier extra eine Abbiegespur gemacht, ne? Ja, mal wieder eine Stretch-Limousine. Ja, konnte ich jetzt natürlich nicht hinterher filmen, weil ich ja jetzt keine 360-Grad-Kamera habe. Aber egal. Ja, wie gesagt, diese ganzen Umstände, dass die Technik nicht so funktioniert, wie sie funktionieren soll, hat mich halt geärgert. Und gerade wenn man jetzt auf Tour gehen möchte, was ein Spinner, du. Ja, es ist halt so, dass man natürlich jetzt mit der Insta-Geschichte, ganz ehrlich sage, das ist alles nicht ausgereift. Also 360 Grad Videos, mega geil, wenn alles funktioniert. Versagt euch die Technik oder so, ihr habt wirklich nur Ärger. Deshalb habe ich mich jetzt halt entschieden, an meinem als Setup sozusagen mir die GoPro Hero 9 zu gönnen. Habe ich günstig geschossen, inklusive drei Akkus. Was natürlich auch richtig geil ist. Also man kann schon ein bisschen mehr aufnehmen damit. Und ja, ich hoffe einfach, dass mich jetzt die Touren nicht mehr, dass ich jetzt meine Touren genießen kann und mich nicht zu sehr jetzt auf diese Filmerei hier beschränken muss. Ich steuere die Kamera hier auch mit der Sprachsteuerung. Das funktioniert super bis jetzt. Und Fakt ist, solange die Kamera läuft, werde ich dafür kein Update machen. Ich habe das Video jetzt in 2,7K aufgenommen, bei 30 Bildern pro Sekunde. ISO-technisch habe ich das jetzt so eingestellt, dass die ISO maximal von 100 bis 800 ISO Spielraum hat. Das sollte auch völlig ausreichend sein. Und ja, mal gucken, wie die Qualität so ist. Das ist jetzt mein erstes Video, so richtig, was ich mit der GoPro aufnehme. Ich hoffe auch, es ist alles richtig eingestellt. Nehme im 4:3 Format auf, das heißt, ich schneide das dann nachher selber, so wie ich den Ausschnitt haben möchte, weil ich mir gedacht habe, dass ich dadurch vielleicht ein bisschen mehr Spielraum habe.
bin ich erstmal gleich bei Mediamarkt. Mal gucken, ob ich da noch Speicherkarten kriege, weil Speicherkarten kannst du ja nie genug haben. So, da ist Mediamarkt, da fahren wir jetzt hin und dann gucken wir mal, ob ich Glück habe. Ja, Mediamarkt war ja mal wieder eine Vollkatastrophe. Also die haben den ganzen Markt umgebaut und du findest nichts, ne? Das ist wieder so, das machen die nur, um Kasi zu ärgern. Echt, ey. Ich war vorletzte Woche das letzte Mal da und wir fahren erstmal. Und da war es so, dass natürlich alles da war, wo es hingehörte. Aber jetzt ist wieder nichts zu finden. Also richtig ätzend. Kommen wir überhaupt nicht klar. Alles durcheinander. Speicherkartenauswahl. Mehr als schlimm. Leute, ich sag euch das, es macht echt keinen Spaß. Ja, jetzt demnächst steht ja unsere mal wieder hoffentlich größere Tour an. Am 30. April, so ist jetzt die Planung, wollen wir nochmal so eine kleine Lühe-Tour machen. Also sprich durchs alte Land. Hoffentlich dann auch mal mit ein paar Forza-Fahrern, die bisher noch nicht dabei waren, beziehungsweise die man auch nicht persönlich kennt. Wie gesagt, unsere Gruppe selber ist ganz schön angewachsen, mittlerweile auf 15 Fahrern, davon 3 mittlerweile aus Rheinweg. Wir gewinnen so langsam hier die Überhand. Ja, und das ist natürlich wieder super schön zu sehen, dass das angenommen wird. Das Problem ist natürlich, dass man nicht alle Fahrer unter einen Hut bekommt, ne? Das ist auch ganz klar. Also jeder hat irgendwie Familie, jeder hat was vor. Das macht es halt ein bisschen schwierig. Aber es wäre halt eben auch ganz cool, wenn zumindest von den 15 Fahrern, die wir jetzt sind, mal so 10 zusammenkriegen würden für eine gemeinsame Ausfahrt. Und generell wollen wir natürlich irgendwie gucken, ja, dass man es zumindest mal schafft, in alle halbe Jahre, ich sag jetzt mal Frühjahr, Herbst sozusagen, ja, so ein kleines Treffen halt mit der gesamten Gruppe zu organisieren, ne? Ja, warum ich mich jetzt für die GoPro Hero 9 entschieden habe, das war zum einen dem geschuldet, dass Mediamarkt wirklich ein gutes Angebot hatte, wo es dann nochmal 2 zusätzliche Akkus gab. Die andere Geschichte ist, dass ich mich natürlich diesmal ein bisschen mehr informiert habe und ja, dass die GoPro Hero 10, die ist ja auch draußen, das Nachfolgemodell, teilweise noch ganz schön Kinderkrankheiten hat. Ich kann euch mal ein Video verlinken. Das findet ihr nachher in der Videobeschreibung. Da hatte einer einen Langzeittest gemacht, beziehungsweise die waren dabei, wollten ein Vergleichsvideo machen zur GoPro Hero 9 und GoPro Hero 10. Beides die Black Edition. Und ja, so nach einer halben Stunde ist die GoPro Hero 10 also richtig abgekackt. Also das war schon wieder ein Grund für mich zu sagen, nein, definitiv nicht. Die
Unterschiede zwischen den beiden Kameras selber, abgesehen vielleicht von dem neuen Prozessor, der in die 10er jetzt drin hat oder so, dass das Frontdisplay ein bisschen flüssiger läuft, die Kamera ein bisschen schneller startet und so, alles gut und schön, für mich gar nicht relevant. Wenn ich jetzt Motorvlog filme, dann brauche ich das Frontdisplay sowieso nicht, also sprich, das ist jetzt auch ausgeschaltet. Und die andere Sache ist, dass zum Beispiel ich das Frontdisplay eigentlich nur brauche, wenn ich die Kamera mal mitnehmen würde zum Vloggen oder mal zum Ausrichten, zum Einstellen vielleicht. Ansonsten interessiert mich das nicht. Dass die GoPro schneller startet, also die 10er, das ist auch alles gut und schön. Das ist mir persönlich aber auch Lachs, ob die jetzt 2 Sekunden früher startet oder die Linde rauscht. Wichtig ist, dass die ihren Job macht. Und da war es dann wirklich so in dem Video, dass die 10er ihren Mann total, ja, fein gemacht. Muss zeigen, was du hast, ne? Ja, dass die GoPro Hero 10, ja, da wirklich völlig am Rad gedreht ist. Und für einen Preis, der fast bei 500 Euro liegt, dann hinterher, kann man nur sagen, vergiss es. Keine Experimente mehr in der Richtung. Ja, für mich hätte es auch die GoPro Hero 8 getan. Ist auch eine gute Kamera. Fahren ja auch genug Motorvlogger mit durch die Gegend. Wie gesagt, das Angebot beim Mediamarkt war ein bisschen ausschlaggebend. Und ich hoffe einfach jetzt, dass ich ein zuverlässiges Setup habe, dass ich euch ein bisschen, ja, dass ich euch ein bisschen näher dran habe hier am ganzen Geschehen und ihr einfach ein bisschen mehr Bock bekommt, euch dann auch die Videos anzuschauen. Die Action Hero 2 habe ich jetzt bei mir im Endeffekt nur vorne dran. Ja klar, ne? Einerseits um mich mal kurz auch selber zu filmen, andererseits aber für unsere Touren. Die Kamera ist so flexibel einsetzbar, das ist wirklich richtig gut. Und was hinzukommt, dass ich natürlich nach wie vor auch ein bisschen nach hinten filmen kann. Das heißt, ihr seht mich, ihr seht aber auch, was hinter mir passiert. Ich habe die Kamera nach wie vor auf dem Selfie-Stick, sprich, ich kann sie auch nochmal höher ausfahren, um dann bei den Touren halt nochmal schöne Szenen einzufangen. Und weil ich auch keine Lust habe, die GoPro ständig vom Helm zu nehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, mal runtergehe zum Strand oder wie auch immer, habe ich eben noch die Action 2 dabei, die natürlich dann auch absolut ihren Job macht. Ja, ansonsten bedanke ich mich jetzt schon mal wieder fürs Zuschauen. Ich werde jetzt mal das Material auswerten. Ich bin gespannt. Sage dann bis demnächst. Also, haut rein, Leute. Ciao, ciao. Euer Kasi.